unbedingt weiter. Ich weiß jetzt nicht, wo Steffen ist. Ich weiß aber, dass ich der nächste Redner bin. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal an, dass wir dann möglichst schnell auch losgehen können. Wer mich nicht kennt, ich bin Jost Lessmann von der Grünen Hilfe. Und ich habe da mal was gebastelt. Stimmt gar nicht, ich war es gar nicht. Das hat jemand gemacht. So. Wenn ihr jetzt einen Kugelschreiber dabei habt, ein Edding oder irgendwas, schreibt euch bitte diese Nummer auf. Das ist die Nummer des EAs, das ist der Ermittlungsausschuss. Dort ist ein Anwalt oder meine Wenigkeit dran. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, was ich natürlich nicht hoffe, mit der Polizei, dann informiert uns, dann können wir euch helfen. Ich werde jetzt noch ein bisschen halten und bitte schreibt es euch auf. Für alle, die es nicht sehen können, werde ich es auch gerne nochmal sagen. Die Nummer des EAs von der Handparade 2013 ist die 01 71 196 195 und die 4. Bitte. So, wir sind zum 17. Mal in Berlin und für mich ist es, glaube ich, die 8. Parade, wo ich dabei sein darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lange nicht gesehen. Langsam geht es mir auf die Nerven. Mir geht es auf die Nerven, dass ich hierher kommen muss und für was demonstrieren, was seit Urjahrzehnten, seit Jahrhunderten überhaupt nicht notwendig gewesen ist. Die Prohibition hat es dazu gebracht, dass wir ganz normale Menschen, die halt keinen Alkohol zum Beispiel konsumieren wollen, sondern ab und zu mal eine Tüte rauchen, kriminalisiert werden und als Verbrecher behandelt werden. Und damit muss endlich Schluss sein. Und meine Vorredner haben es eben schon mal gesagt. Besonders pervers, finde ich, wird es und menschenverachtend, wenn Menschen, die aus medizinischer Indikation mit Cannabis ihre Schmerzen lindern können oder ihre Krankheit, mit ihrer Krankheit besser auskommen, dass diese Menschen nicht die Möglichkeit bekommen, Cannabis selber anzubauen, um damit dafür zu sorgen, dass ihre Medizin nicht in der Apotheke gekauft werden muss, zu völlig überteuerten Preisen. Daher fordere ich als erstes, gebt endlich den Menschen, die krank sind, diese Medizin, und ich fordere die Krankenkassen auf, hört auf mit eurem Wahn, Pillen an Menschen zu geben. Die, die wollen, gebt ihnen Gras und finanziert ihnen das. Ein bisschen guckt, was die letzten Jahre los war, da muss ich sagen, vor 3-4 Jahren habe ich davon nicht zu träumen gewagt. Wir haben letztes Jahr die Cannabiskultur gehabt, wo Steffen durch die Lande gefahren ist und es haben sich unheimlich viele Menschen mobilisieren lassen. Und sie haben sich vor allen Dingen nicht nur mobilisieren lassen, sondern sie haben weitergemacht. Egal ob in München, in Heidelberg, in Stuttgart, in Göttingen, in Hannover, in Köln, in Hamburg und wo überall auch sonst noch. Und das ist das richtige Signal. Wir müssen endlich nicht auf die Politik vertrauen, sondern wir müssen auf die Straße. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind, dass wir selber für unsere Rechte eintreten wollen und dass wir gegen die Prohibition kämpfen, um endlich das Genussmittel, den Rohstoff und die Medizin, nämlich Cannabis, legalisiert wird und freigegeben wird. Aber das ist nicht alles. Was ich auch pervers finde, ist die Kriminalisierung, die hier stattfindet. Vor Jahren waren die meiste Kriminalisierung der Besitz von Cannabis und mittlerweile wird es immer perfider. Jetzt ist es der Führerschein, wo viele dran glauben müssen. Hunderte von Menschen werden tagtäglich angehalten, egal ob sie aktives oder passives THC in sich haben und verlieren den Führerschein, müssen horrende Bußgelder zahlen, verlieren ihre Jobs und so weiter und so fort. Damit muss endlich Schluss sein. Und
Da ist die Politik gefordert. Es kann nicht sein, dass so ein ganz geringer Grenzwert genommen wird und wenn man nur mal an der Tüte vorbeigeht, hat man schon zu viele THC in seinem Körper. Das darf nicht sein. Es muss endlich die Grenzwerte nach oben gesetzt werden. Es muss unterschieden werden zwischen aktiven und passiven THC. Aktiv kann ich nicht unterstützen, am Straßenverkehr teilzunehmen. Aber wer am Wochenende vorher eine Tüte geraucht hat, der muss am nächsten Tag auch wieder Auto fahren dürfen. Ich denke, dass wir jetzt Berlin zeigen sollten, dass wir bunt sind, dass wir friedlich sind, dass wir Spaß haben und dass wir demonstrieren für die Legalisierung. Macht endlich Schluss mit Krümmi, macht endlich Schluss mit dieser Prohibition. Und dann hoffe ich, dass wir alle auch in anderen Städten in Zukunft auf die Straße gehen und nicht nur in Berlin sind. Und da habe ich ganz zufällig noch eine Information für die, die aus dem Ruhrpott kommen. Vielleicht wisst ihr, letztes Jahr gab es das erste Mal die Dampfparade. Sie wird es dieses Jahr wieder geben mit einem noch größeren Programm, mit hoffentlich noch mehr Leuten. Wir werden auch da zeigen. Auch der Ruhrpott zeigt eine Stimme gegen die Prohibition, für die Legalisierung. Und das Ganze findet statt am 7.9. nächsten Monat um 12 Uhr am Rudolfplatz geht's los. Da werdet ihr mich auch sehen. Und noch viele, viele andere. Bis zum Beispiel Brando oder Lars Scheinemann oder Günter Weigler, der eben auch schon gesprochen hat. Und jetzt sage ich, lasst uns losgehen. Lasst uns Berlin rocken. Lasst uns Spaß haben.